Windows for Research, das Zukunftskonzept der Universität Freiburg, ist ein exzellentes Projekt der deutschen Spitzenforschung. Der Rektor der Universität, Professor Dr. Schiewer, weiß um die Bedeutung, sich in der internationalen Forscherelite zu positionieren. Unser Zukunftskonzept Windows for Research zielt darauf ab, unseren Forscherinnen und Forschern in Freiburg die Gelegenheit zu geben, in einem neu gegründeten Institute for Advanced Studies Freiräume für ihre Forschungsarbeit zu erhalten von 1 bis 3 Jahren und zusammen mit internationalen Fellows hier ihre Forschungsprojekte voranbringen zu können. Wissenschaftler und Nachwuchsforscher aus aller Welt erleben das FRIAS als einen inspirierenden Ort, an dem sie sich ganz auf ihre Arbeit und den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen konzentrieren können. So kann sich die individuelle Kreativität Einzelner im Diskurs mit Ideen aus vielen anderen Wissensgebieten verbinden und neue Wege des Denkens und Forschens erschließen. FRIAS kombiniert Geistes-, Natur- und Ingenieurwissenschaften, um die Freiburger Leitidee einer neuen Universitas zu verwirklichen. Der Sprecher des FRIAS-Direktoriums, Professor Frick, ist begeistert von den neuen Möglichkeiten, die das FRIAS bietet. Hier finden sich in 4 verschiedenen Schools, 2 aus der Natur und 2 aus den Geisteswissenschaften, führende Bereiche der Universität Freiburg zusammen mit internationalen Experten. Und hier auch fördern wir gezielt den wissenschaftlichen Nachwuchs auf diesen Feldern. Mit alledem versuchen wir unserer Universität eine Vielzahl neuer kreativer Impulse zu geben und uns auf unseren Feldern als eine der weltweit führenden Universitäten zu behaupten. Auch außerhalb der Symposien, Workshops und Vorträge bleibt den Forschern viel Raum für zwanglose Begegnungen und einen freien Austausch der Ideen. Dies fördert die Integration der Fellows in die weltweit vernetzte Wissenschaftscommunity und verstärkt die internationale Sichtbarkeit ihrer innovativen Forschungsansätze. Ohne exzellente Ausrüstung lassen sich hervorragende Forschungsprojekte nicht realisieren. Den experimentell arbeitenden Fellows der beiden naturwissenschaftlichen Schools kann FRIAS durch enge Kooperation, beispielsweise mit dem Zentrum für Biosystemanalyse, dem Institut für Mikrosystemtechnik oder dem Freiburger Materialforschungszentrum, hervorragend ausgestattete Labors mit modernster Technik zur Verfügung stellen. Sabine Ludwigs, Junior Fellow der School of Soft Matter Research, forscht am Freiburger Materialforschungszentrum an neuen Materialien für organische Solarzellen. Das Freiburger Materialforschungszentrum bietet für mich ein optimales Arbeitsumfeld, da hier unterschiedliche Fachdisziplinen zusammentreffen. Für mich konkret heißt das, dass ich als Chemiker mit Physikern und Ingenieuren zusammenarbeite. Wir als Grundlagenforscher arbeiten direkt zusammen mit dem Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, die sich um die technische Realisierung von Solarzellen kümmern. Und zwar direkt ein Stockwerk über ihrem Labor. Die neuen Materialien aus leitfähigem Kunststoff werden hier direkt auf ihre Anwendbarkeit geprüft. Organische Solarzellen könnten die Energiegewinnung aus Sonnenenergie sehr viel preiswerter machen. Und Handys einer neuen Generation würden sich dann ganz einfach in der Sonne immer wieder selbstständig kostenlos aufladen. Ein zentrales Anliegen des Freiburger Zukunftskonzeptes ist die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Deshalb wird das FRIAS-Konzept durch das Nachwuchsforschergruppenprogramm und die internationale Graduiertenakademie IGA abgerundet. Diese unterstützt die Doktoranden in allen Bereichen und bietet ihnen ein überfachliches Qualifizierungsprogramm mit einer individuellen Karriereberatung. Christina Richel ist Doktorandin und promoviert in Kunstgeschichte. Auch sie profitiert, wie viele andere, von der Internationalen Graduiertenakademie. Die IGA ist die erste Anlaufstelle für uns Doktoranden und beantwortet Fragen rund um die Promotion und bietet auch Kurse zur Vermittlung wissenschaftlicher Schlüsselqualifikationen an. Ich habe an einigen Workshops der IGA teilgenommen und habe die Nachwuchstagung Milestones mitorganisiert. Ich habe wahnsinnig viel durch diese Arbeit gelernt und auch andere Promovierende besser kennengelernt. Eine weitere Besonderheit, die begleitend zum Zukunftskonzept Windows for Research eingerichtet wurde, ist das Science Support Center. Diese Einrichtung dient dazu, unseren Forschern und Forscherinnen die Möglichkeit zu geben, sich auf die Inhalte ihrer Drittmittelanträge zu konzentrieren und sie von administrativen Bürden zu befreien. Dieses Science Support Center arbeitet sowohl national wie international und hat zu einer deutlichen Verbesserung und Leistungssteigerung bei der Drittmitteleinnahmen geführt.
Windows for Research überführt die Tradition der 1457 gegründeten Universität in eine Zukunft der neuen Universitas. Fächerübergreifendes Forschen vernetzt Ideen und erschafft so Perspektiven. In Freiburg sind die Fenster weit geöffnet für die Forschung der Zukunft.